Mein Name ist Karin Kleiner. Ich habe eine Nachwuchsforschergruppe am MIT und ich arbeite im Bereich Batterieforschung. Also jeder kennt natürlich Lithium-Ionen-Batterien, Batterien in Smartphones, in handwerklichen Geräten und auch in Autos mittlerweile. Und ich forsche an den Aktivkomponenten in diesen Batterien und im Detail daran, wie man Energie in diesen Aktivkomponenten speichern kann. Also die chemische Reaktion, die stattfindet, wenn man Energie speichert in diesen Materialien. Wir alle wissen, dass wir in Zukunft umdenken müssen, wenn wir an die Umwelt denken. Wir wissen, dass zum Beispiel die Transportindustrie sehr, sehr viel CO2 emittiert. Und um das zu überwinden, forschen wir an Energiespeichern, die eben kompakt, günstig und eben auch mobil sind. Das heißt also, dass man sie in ein Auto einbauen kann, was unserer Umwelt sehr viel helfen würde. Deswegen denke ich, das ist schon ein sehr wichtiges Forschungsfeld. Es ist die Abwechslung, die man in meinem Beruf hat, weil man hat eben an einem Tag ist man Lehrer, am anderen Tag ist man selbst Student und sitzt in der Vorlesung und hört sich irgendwas an. Dann ist man einmal im Labor. Das ist wirklich, jeder Tag ist was Neues, was anderes, was sehr spannend ist und wo ich mich sehr wohl fühle.